Die Mods sind da. Ganz, ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar haben wir es hier heute zu tun mit einem Update, einer neuen Karte und 7 neuen Mods, die heute herausgekommen sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Hans-Jürgen, DJ Jum, Bernhard, Hans Ulrich und Hans für die Abos über das Wochenende. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende verbracht. Wir legen auch gleich los jetzt mit dem Überblick, und zwar über die neue Karte, die herausgekommen ist. Und zwar heißt diese Karte Greenlands und kommt von Peter716. Hat eine Downloadgröße von 237,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Daher ist klar, dass es eine Standardgrößenkarte ist. Und zwar sagt der Test hier, willkommen in Greenlands. Ich habe diese Karte von FS19 konvertiert und ein paar Verbesserungen vorgenommen. Dies ist eine fiktive Karte, die von echten Farmen in Großbritannien inspiriert wurde. Die Karte hat insgesamt 100 Felder in verschiedenen Formen und Größen. Es gibt ein Dorf namens Greenlands. Die Karte enthält auch eine Biogasanlage, eine Getreidemühle, eine Sägemühle, Lagerhöfe mit Schuppen und anderem und einem langen Fluss und mehrere Waldgebiete und einen großen Bereich am unteren Rand der Karte, in dem sie alles machen können, was sie möchten. So, wir fliegen mal ganz, ganz kurz über die Karte rüber. Also wir können sehen, wie der Name sagt, es handelt sich um Grünland, also grünes Land. Da ist sehr viel Greenland verbaut. Es sind hier Felder, die sind mehr oder weniger so in ähnlicher Größe. Also die unterscheiden sich nicht wirklich groß. Auf jeden Fall hier ziemlich natürlich geformte Felder, also nichts von quadratisch praktisch gut. Es gibt hier oben einen Forstbereich. Dann gibt es hier drüben am Fluss auch noch einen weiteren Forstbereich. Dann gibt es hier einen vorgefertigten Hof. Es soll ja 3 Höfe geben. Dann haben wir hier auch auf jeden Fall so ähnliches wie ein Hof. Dann gehen wir hier, sehen wir die Biogasanlage von weiter oben. Wir gehen natürlich danach auch noch ein bisschen näher auf die Karte im Detail ein. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Das ist da, wo wir normalerweise die Karte betreten. Bevor ich weitermache, möchte ich einfach ganz klar noch sagen, ich habe ein großes Problem gehabt, diese Karte überhaupt laden zu können, und habe dann rausgefunden, dass diese Karte nicht lädt, also zumindest bei mir nicht lädt, wenn ich die zusätzlichen Spielereinstellungen installiert habe. Also ich habe jetzt alles leer machen müssen, habe dann ein paar Tools reingenommen, wollte natürlich auch die Additional Game Settings mit reinnehmen, und dann bleibt der Ladestand der Karte bei 60% stehen und geht nicht weiter. Dann habe ich Additional Game Settings rausgenommen und dann lädt sie durch und man kann sie dann auch betreten. Ja, also nur daher, damit Sie wissen, dass es einen Konflikt geben können mit den Additional Game Settings. Kann sein, ich will das nicht so in den Raum setzen und dann so als bestätigt sehen. Ich möchte erstmal ein paar weitere Kommentare bekommen und lesen. Also bei mir hat es nicht geklappt mit Additional Game Settings. Deswegen habe ich die jetzt hier rausgenommen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Alles klar. Wir starten hier. Das ist anscheinend unser Farmhaus hier. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier weder einen Schlaftrigger noch irgendetwas anderes gefunden. Also auch wenn ich hier nah an die Tür gehe, kann ich also hier nicht schlafen. Wenn ich es hier mache, weiß ich es nicht. Also auch hier, wenn ich rangehe, taucht mir die Möglichkeit des Schlafens nicht auf. Wir schauen uns mal die Karte an im Detail. Wir sehen hier, dass die Felder ja mehr oder weniger in einer anständigen normalen Größe sind. Da ich eben Additional Game Settings nicht drin habe, habe ich auch alles andere rausgenommen. Also kann ich jetzt zu Karten- und Feldgröße nichts Großes sagen. Auf jeden Fall, ihr könnt sehen, das sind alles durchschnittliche mittlere Felder der mittleren Größe. Hier ist eines, was ein bisschen größer ist. Da gibt es auch, und dann gibt es natürlich auch ein paar ganz wenige kleine, sehr kleine Felder. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind sie so im mittleren Bereich. Dann gibt es, wie schon eingangs erwähnt, hier unten im Süden gibt es einen ziemlich großen Plot Land, den man quasi parzellenweise kaufen kann.
Und dann kann man da eventuell entweder hier Produktionen hinbauen, zusätzliche Produktionen aufbauen und andere Sachen machen. Man kann hier natürlich dann selber kreativ werden, was man hier unten dann weitermachen möchte. Dann schauen wir uns mal an, was für Produktionen verbaut sind. Und zwar haben wir standardmäßig, das ist glaube ich schon im Eingangstext klar geworden, also hier haben wir das Sägewerk, also die Sägemühle, dann haben wir hier den Steincrusher, also dann können wir hier die Steine, die auf dem Felde auftauchen, können hier entsorgt werden. Dann haben wir die BGA, die wurde erwähnt. Dann haben wir die Schreinerei, dann haben wir hier die Wollkollektion, also das Greenlands Auction Center for Wool, also da kann die Wolle verkauft werden, und die Getreidemühle. Das sind diese drei, vier Standardproduktionen, die eingebaut sind. Dann haben wir verschiedene Ladepunkte, wo wir was tanken können, holen können. Dann haben wir hier verschiedene Misthaufen zum Beispiel. Dann haben wir zwei Treibstofftanks, die da drauf verbaut sind. Dann haben wir hier die Tankstelle. Hier haben wir einen Wasserholpunkt, das haben wir hier auch. Noch eine Tankstelle oder einen Tank und nochmal einen Misthaufen, der dann hier aufgebaut ist. Abladestationen, das heißt Verkaufsstellen, haben wir die, den Ballenverkauf hier, dann haben wir den Milchverkauf, dann haben wir das Fast Food Restaurant, den Supermarkt, unser Hofsilo natürlich, das andere Hofsilo auf dem zweiten Hof, dann die BGA natürlich und hier noch den Holzschnitzelverkauf beim Sägewerk. Wir schauen uns jetzt gleich noch an den Verkaufskatalog. Da gehen wir gleich mal kurz durch. So, dann haben wir also hier für die Standardfrüchte, die angebaut werden können, können wir Verkaufspunkte finden. Also Zuckerrohr natürlich auch noch dazu. Na gut, natürlich nicht. Eier haben einen Verkaufspunkt. Wolle hat natürlich diesen Verkaufspunkt, den haben wir schon angesprochen. Die Milch kann verkauft werden, Hackschnitzel und so weiter kann alles verkauft werden. Dann natürlich gehen wir weiter zu den Produkten aus möglichen Produktionen. Also hier die Bäckerei, natürlich, die kann das Mehl weiterverkaufen. Dann Brot kann verkauft werden, das ist auch gut, der Kuchen. Also die Produkte aus den Produktionen können verkauft werden. Zumindest nimmt es hier bis jetzt den Anschein. Ja, das ist alles im Prinzip das sekundäre Produkt, die können verkauft werden. Ich habe hier jetzt noch keine Lücke gesehen. Und von diesem Aspekt her schon mal sehr gut, dass hier alles verkauft werden kann, was produziert werden kann. Dann gibt es hier natürlich den Kalk, den kann man holen beim Rock Crusher Lime Production. Also das heißt, es ist ein Gesteinbrecher mit Kalkproduktion. Und hier natürlich dasselbe. Hier kann ändern die Steine abgeladen werden und dann kann auch da Kalk geholt werden. Also das heißt, in diesem Punkt sehr komplett die Karte. Die Verkaufspunkte, die stimmen komplett überein. Es gibt nichts, was man nicht kaufen könnte, was verkaufen könnte, was Produktionen sind, also Produkte aus den direkten Produktionen. Hervorragend, das ist schon mal sehr, sehr gut hier zu sehen, dass hier der Kreis geschlossen ist, dass also alles, was man produzieren kann, wird auch verkaufbar sein. Standardmäßig. Dann sind wir jetzt hier beim Haupthof. Ich würde mal sagen, wir gehen mal einfach ganz, ganz kurz hier oben drüber durch den Hof durch, dass wir mal kurz ein bisschen sehen, was hier vorhanden ist. Also wir haben hier eben den Treibstofftank. Dann haben wir hier, wie gesehen, hier einen Kuhstall. Der hat 80 Kapazität für 80 Kühe. Das ist also Standard. Da haben wir einen Misthaufen, der hier aufgebaut ist. Hier haben wir den Kuhstall eben mit dem Fütterungsroboter. Hier können Sie also auch Ballen reinmachen, hier bei Silage, Stroh und Heu. Im Stall drin, das Stroh muss eingestreut werden. Das kann man entweder machen mit einem Strohstreuer oder eben mit einem Futtermischwagen. Da macht man eben dann nur Stroh rein und dann geht das. Dann haben wir hier zwei Lagerhallen für Wurzelfrüchte zum Beispiel. Dann haben wir hier ein paar Geräte, die schauen wir uns dann gleich im Detail an. Hier haben wir nochmal eine Halle, also drei Hallen in dem Sinne, die hier aufgebaut sind. Dann daneben haben wir nochmal einen Unterstand, also einen Shed hier, der hier natürlich auch sehr nützlich ist.
Des Erweiterten haben wir hier eine Garage mit 3 Touren und da steht drin ein John Deere 7810. Ein Steinsammler steht da drin und wir haben noch eine Ballenpresse, die da drin steht. Dann haben wir hier natürlich unser Silo. Das ist das hier. Das ist, glaube ich, Standard. Dann haben wir des Weiteren hier hinten auch nochmal eine Wurzelfruchthalle, also eine große Halle hier mit einem Miststreuer. Die schauen wir, die Details schauen wir uns gleich an, der Maschinen, die da drin sind. Da hier gibt es ein Fahrsilo, also ein Keilsilo, ein Bunker hier, wo man Silage produzieren kann. Hier haben wir den Schweinestall, der hat also als auch Standard mit 270 Tieren. Das ist der große Schafstall hier. Genau, das ist der. Da gibt es auch einen Misthaufen. Der ist natürlich dann entsprechend, wenn man den Schweinen Stroh gibt. Dann haben wir hier den Schafstall mit 65 Tieren, die da reinpassen. Das ist auch Standard. Also das ist alles im Prinzip hier auf Standard aufgebaut. Es gibt hier natürlich Tore, die bewegt werden können. Das ist schon mal eine schöne Sache. So, jetzt schauen wir uns kurz mal die Garage an, was wir da haben. Also wir haben insgesamt 3 Trecker. Wir haben einen Fendt Favorite 515. Wir haben den Massey Ferguson 3709 AL. Das ist bei den Kompakttraktoren. Dann haben wir 2 mittlere Traktoren. Wir haben den Landini 7230 Robo 6 und den 7810er John Deere. Den haben wir schon gesehen. Deswegen haben wir den John Deere T560 Drescher. Wir haben einen Pickup, wir haben einen Anhänger von Klaas, den Karat 140 mit 12,6 Kubikmeter Ladevolumen. Wir haben natürlich das Schneidwerk für Getreide. Wir haben einen Steinsammler, der haben wir ganz kurz gesehen. Wir haben einen Pflug, eine Scheibenegge, einen Düngestreuer, einen Miststreuer, ein Güllefass. Mähtechnik haben wir, ein Front- und ein Seitenmähwerk. Wir haben einen Wender, wir haben einen Schwader, wir haben einen Ladewagen, wir haben eine Ballenpresse, wir haben eine Einstreuer für Strohballen. Na, das würde ich hier jetzt wahrscheinlich dann umfunktionieren in einen Futtermischwagen, wobei dies für die Kühe nicht notwendig ist, da ja hier der Roboter eingebaut ist. Dann haben wir ein Schiebeschild von Düwelsdorf, dann haben wir den Frontlader, ein Quickie, wir haben einen Ballenspieß, eine Universalschaufel und eine Palettengabel. Wir haben natürlich für das Mähwerk noch den entsprechenden Anhänger. Und da haben wir 2 Gewichte, einmal 650 und einmal 1500 vom Gewicht her. Ja, das ist auf jeden Fall mal der Überblick über das, was wir haben, wenn wir als neuer Farmer hier starten. Ich werde jetzt mal ganz kurz wieder in die Lüfte gehen, da es sich hier nicht um eine komplette Kartenrundgang handelt, sondern nur um einen Überblick, da wir hier nicht auf einer Map-Tour sind, sondern bei den Mod-Vorstellungen für die Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Also hier ist also so ein bisschen ein Dorfteil hier, ein Stadtteil, wie gesagt. Dann haben wir hier den Viehhändler, wir haben hier verschiedene Verkaufspunkte. Dann haben wir hier die Getreidemühle, wir haben diesen angesprochenen langen Fluss, der quer durch die Karte geht. Genau, das ist ein weiterer Hof, der zweite Hof, der gebraucht werden könnte für ein kleines Multiplayer-Projekt. Was definitiv klar ist, hier mit den großen Equipments kann man hier wahrscheinlich nicht entsprechend Spielspaß haben. Ich glaube, hier müsste man definitiv mit mittlerem oder sogar eher kleinerem Gerät arbeiten. Aber große Geräte, da kommt man wahrscheinlich überhaupt nicht überall durch. Gerade wenn es zu Zugängen geht, zu den Feldern, die eben ja nicht sofort zugänglich sind hier. Also man muss, dieses Feld kann man im Prinzip nur erreichen, wenn man durch das eine oder andere Feld durchgeht. Das ist hier so. Denn hier ist nämlich auch kein anderer Zugang. Also hier, diese Felder können nur über andere Felder dann erreicht werden. Das heißt zum Beispiel, man fährt hier hin, kann dann hier lang oder hier lang gehen. Aber auf jeden Fall, ja. So, wir schauen auch noch mal kurz den Ausstartkalender an. Der ist absolut Standard, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das ist der Standard für Ausstartkalender. Dann haben wir natürlich hier auch Aufträge.
Das ist auf jeden Fall erstmal der Überblick über die Greenland-Karte von Peter 716. Könnte eine spannende Karte sein, wenn man sich wirklich auf die Kuh- und Grünlandarbeit konzentrieren möchte. Ja, schön, schön gemacht, stimme ich auch. Man denkt schon, dass es eben, also jetzt nicht zum Beispiel nicht nur flach, sondern es ist wirklich so, dass es hier ein Höhenprofil gibt. Die Felder sind eben nicht nur quadratisch praktisch gut. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Wenn euch diese Hecken stören, die hier rum sind, also es gibt ja Leute, die möchten diese nicht haben, weil sie einfach ja, ein bisschen ein einengenderes Gefühl geben, dann können diese Hecken auf einmal alle gelöscht werden. Genauso wie alle die Tore, die nicht irgendwie mit dem Hof verbunden sind. Also dieses Tor kann komplett dann entfernt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal diese Gebüsche hier, quasi die Abtrennungen, die möchte ich jetzt loswerden. Ich möchte die nicht haben. Dann gehen Sie bitte ins Baumenü abreißen und dann reißen Sie einer der roten Boller ab. Das heißt, einmal draufklicken. Dann kann man das hier verkaufen für 25 Euro und dann sind diese ganzen Gehege weg. Und wenn ich jetzt noch sogar die Tore quasi verkaufen möchte, hier die Eingangstore, dann nehme ich das hier und klicke darauf, dann wird das verkauft. Und das heißt, dass auf der ganzen Karte, diese Eingangstore zu den Feldern gelöscht worden sind, also entfernt worden sind. Diese nicht, weil diese gehören mit zum Gehege, also die können nicht gelöscht werden. Aber alle anderen, die sind jetzt also gelöscht. Da ist jetzt der Blickwinkel sehr viel, viel weiter. Ne? Also hier hat man nicht mehr dieses einengende Gefühl. Es gibt Leute, die mögen das. Es gibt Leute, die möchten es eben ein bisschen kuschelig und so weiter haben. Das ist hier also möglich. Gut. Ich glaube, das war's hier von der Karte von der Greenlands. Falls ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Mod. So, wir fahren fort mit dem ersten Update. Und zwar kommt das vom Flying Dutchman für das Meridian-Lagerungssystem. 0,89 MB in der Version jetzt von 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt, ein Silo hinzugefügt, das keine Schnecken benötigt. Diese Version fasst 120.000 Liter. Weitere Feldfrüchte hinzugefügt. Traube, Olive, Kartoffel, Zuckerrübe, Zuckerrübenschnitt, Zuckerrohr, Gülle, Hackschnitzel und Silage. Des Weiteren wurden sichtbare Auslöser hinzugefügt. Bei Silo und Container, die Schnecken benötigen, wurden die KI-Trigger entfernt, da diese nicht richtig funktionierten. Wir kommen zu der ersten neuen Mod von heute und zwar heißt dieser Supermensch, kommt von Mantrid, Downloadgröße 18 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod wird folgendermaßen beschrieben: schneller als ein rasender Traktor, stärker als eine Lokomotive, kann man in einem Satz über hohe Silos springen. Schau da oben am Himmel, es ist eine Krähe, ist ein Luftschiff. Es ist eine Superperson. Aktiviere Superstärke, Flugmodus einschalten, Laufgeschwindigkeit ändern, 5 bis 200 Mal schneller als gehen, Sprunghöhe ändern, von 1 bis 50 Mal höher, Zeit beschleunigen, Standardwerte plus 480, 600, 900, 1800, 3600, 5000, 5000, 10.000, 20.000 und 30.000 Mal beschleunigte Zeit. Aktive hat freie Sicht. Und Tastenkombinationen können neu konfiguriert werden. Die nächste neue Mod heißt Dynamische Feldpreise. Kommt von Bigfoot 2307, Downloadgröße 18 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Wir schauen uns gleich mal an, wenn wir zum Beispiel hier jetzt ein Feld angucken wollen bezüglich des Preises. Kriegen wir hier jetzt eine Ansage auch vom Unterschied gegenüber dem Standardpreis. Also, was bedeutet? Also, das bedeutet, dass im Prinzip jetzt die NPCs, die die Felder besitzen oder dir dein Feld abkaufen, falls du verkaufen möchtest, dir unterschiedliche Preise je nach Nachfrage anbieten können. Also, wir können zum Beispiel sagen, Feld 5, das haben wir schon gesehen, hat eine Größe von 23,9
8 Hektaren, und zwar die Parzelle. Der Unterschied wäre 29,8%. Also das heißt, ich müsste jetzt für 29,8% mehr als der durchschnittliche Normalpreis möchte ich dieses Feld kaufen. Dann hier ist es mehr oder weniger dasselbe, also minus 2,5% sogar. Also da würde ich sogar ein bisschen guten Deal machen. Hier ist wieder mehr. Alles, was rot angezeigt wird, würde ich im Prinzip mehr bezahlen als bis anhin. Zudem wird gesagt, eine Provision von 10% wird bei jedem Kauf oder Verkauf angerechnet. Das heißt also, von dem Preis musst du dann jeweils 10% auch noch extra zahlen, was das Field Flipping natürlich enorm ausbremst. Mein 10% eines großen Feldes ist eben auch doch schon mal etwas, einiges an Geld, was da extra bezahlt würde. Ja. Die nächste neue Mod heißt Schmierfett Add-on, kommt von Didi Mod Passion, Downloadgröße 6,45 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Paket fügt die Verwaltung des Schmierfetts hinzu. Sie müssen nur den Mod aktivieren, indem Sie die erforderlichen Informationen hinzufügen und dem Text folgen, der in den Kommentaren in den XML-Dateien im Ordner How to Edit Mods hinzugefügt wurde. Das Schmierfett hilft, die Leistung der mechanischen Teile hochzuhalten, wenn Sie sicherstellen, dass Sie ständig das Schmierfett verwenden, wird der Verschleiß geringer und die Lebensdauer des Mods höher sein. Anderenfalls wird der Verschleiß und die Lebensdauer des Mods schneller abnehmen. Konfigurationen, Verbrauchsmengen pro Schmierstelle. Standard ist 1 Gramm. Sekundenintervall für Schmierung bei Verwendung eines Anhängers. Standard ist 30 Sekunden. Identifikation für ein Fahrzeug eines Anhängers. Default ist false. Fettschmierstreifen für die Grundbenutzung des Anhängers. Fettschmierstellen für die Anhängerentladung, Schmierstellen für den Arbeitsmodus des Anhängers fetten, Schmierstellen für Anhängerstreuen fetten, optional und änderbares hydraulisches Verschleißgeräusch bei Verwendung des Mods und Fett fehlt. Dann, dieses Paket beinhaltet Schmierfett für Anhänger, Güllefässer, Miststreuer und Spritzen hinzugefügt, ein neues HUD hinzugefügt, welches den Schmierfett-Füllstand anzeigt. SKF Lincoln mit animiertem Schmierfett bei der Arbeit und animiertem Füllstand hinzugefügt. Eine neue Palette mit den Schmierfettfässern zum Nachfüllen ihrer Mods hinzugefügt. Legal ASW 271 Trailer des Base Games hinzugefügt, welche für die Arbeit mit Schmierfett bearbeitet wurde. Neue Store Packs hinzugefügt. Hier findet ihr alle Mods, die mit Schmierfett arbeiten. Das verwendete Schmierfett wird anhand der Einstellungen berechnet und wenn der Mod im Arbeitsmodus ist, der Faktor der Lebensdauer und des Verschleißes des Mods ändert sich, wenn das Schmierfett verwendet wird oder nicht. Palette mit Schmierfett Fass erhält 180 Kilogramm und der Preis beträgt 1500 Euro. Zwei Fässer enthalten 163 Kilogramm Schmierfett und kosten 3000 Euro. Du kannst den Mod erst mit Schmierfett nachfüllen, wenn der Mod mehr als 50% Schmierfett verbraucht hat. Überprüfen Sie immer, ob sich Schmierfett im Tank der Maschine befindet, bevor Sie die anwenden. Die Verwendung des Schmierfetts wird unterbrochen, wenn die Option für den Helfer Nachfüllen Kraftstoff mit Kaufen aktiviert wurde, somit auch die Notwendigkeit des Nachfüllens deaktiviert ist. Denken Sie dran, damit das Schmierfett für Ihren Mod funktioniert, müssen Sie den Kommentaren in den Beispielmods im Ordner How to Edit Mods folgen. Als letztes fügen Sie diesen Text in Ihre Mod-Desk-Datei ein. FS22 Grease Add-on. Schade, dass man das nicht einfacher machen kann. Also ich möchte im Prinzip in den Shop gehen, etwas kaufen. Und dann ist es entweder mit ausgestattet oder nicht. Ich möchte da nicht in die XML-Dateien reingehen und da etwas rumfingern. Das ist nicht das, was ich mir von einer Mod vorstelle. Aber für denen, die Spaß macht, ist dies natürlich eine gelungene Abwechslung. Also die macht das Ganze nochmal ein bisschen realistischer. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese platzierbare Stromleitung von Top Ace 3x8. Mit 0,18 MB Downloadgröße in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese platzierbare Stromleitung natürlich zu finden unter Zäune in der Dekoration. Das heißt, wir können hier im Prinzip einfach eine Leitung irgendwo hinbauen, wo wir möchten.
Wir machen weiter mit der nächsten Mod. Und zwar ist das Ballenlager. Und zwar ist das Ballenlager. Kommt von Tetis Saturn. Downloadgröße 1,23 Megabyte in der Version 1.0.2.1 und ist für PC und Mac. In dieses Lager kann Heu, Stroh, Gras, Silage oder Hackschnitzel als Ballen oder Lose eingelagert werden. Zusätzlich können beide Arten von Baumwollballen eingelagert werden. Das Material kann bis auf Baumwolle wieder lose abgeholt werden. Alternativ kann man durch das Skript von Akimobil und Breven auch Ballen spawnen lassen. Der Preis ist bei 50.000 Euro und Unterhaltskosten von 40 Euro pro Tag. Wir kommen zum Foncasur von Langreo Modding. Downloadgröße 1,6 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das dieser Stonepicker, dein Steinersammler, an den man sich vorne an den Trecker hängen kann. Damit kann man einfach über das Feld fahren und sich ein paar Steine aufladen. Ist zu finden hier unter Steinersammler. Natürlich der Foncasur Stone Picker. 3.400 Euro, hat ein Ladevolumen von 2.300 Litern oder 2,3 Kubikmetern, Gewicht 300 Kilogramm, braucht 180 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 2,70 Meter und kostet 3.400 Euro, wie bereits gesagt. Die Arbeitsgeschwindigkeit bei 15 km/h Standard. Hier kann nichts weiteres verändert werden. Dann kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das der Fliegel TMK 260, kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 18,26 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem Standortvolumen von 20,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 5,6 Tonnen und kostet 27.000 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden auf 27 Kubikmeter. Oder zurück zu Standard, dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, BKT und Trelleborg. Dann haben wir hier beim Design, und hier muss man hier drauf achten auf die Aufschrift, hier sonst sieht man das nicht, Standard Grau, dann Standard Grau mit Warnstreifen, dann Standard Rot, Standard Rot mit Warnstreifen, das sind die vier Optionen, die wir haben. Bei der Hauptfarbe können wir wählen zwischen Grün, dem Hellgrün von Fliegel und dem Schwarz. Und bei den Felgenfarben haben wir entweder das Fliegel Silbergrau oder das Fliegel Schwarz als Auswahl. So, das waren die Mods von heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Holt euch das Abo ab, damit ihr keine Videos zu Mod-Vorstellungen oder auch Geschichten aus dem Wyoming, aus dem entfernten Wyoming verpassen möchtet. Dann eben, wie gesagt, holt das Abo ab. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.